Hi, guys, and welcome back to Lingoni. My name is Jenny, and today we're going to talk about dative verbs. Gefallen, passieren, schmecken. They all have something in common. Let's take a closer look. Dative verbs are verbs that have an object in the dative case. And usually that's the only object in that sentence. For example, Das Kleid gefällt mir. Literally, the dress is appealing to me. Das Kleid gefällt mir. Das Hemd gefällt mir. Die Lampe gefällt mir. Dein Oberteil gefällt mir. I could also say, ich mag dein Oberteil. Ich mag deine Wohnung. Ich mag diese Farbe. You can also put the date of object in the first position. Mir gefällt das Kleid. Mir gefällt der Teppich. Mir gefällt dieses Haus. Mir gefällt dein Nagellack. Gefällt dir meine Wohnung? Gefällt dir diese Vase? Gefällt dir diese Farbe? Ihr Lächeln gefällt ihm. Dein Lächeln gefällt ihm. So that means your smile is appealing to him. He likes your smile. Dein Nagellack gefällt ihr. Your nail polish is appealing to her, so she likes your nail polish. Dein Nagellack gefällt ihr. If you want to say we like, you would say uns gefällt. Uns gefällt euer Haus. So we like your house. Uns gefällt euer Haus. Euer Haus is the subject and it's appealing to whom? To us. Uns gefällt euer Haus. Oder mir gefällt dein Haus. Gefällt euch mein Auto? Gefällt euch mein Motorrad? Gefallen euch meine Videos? So, if we're talking about something that's plural, like meine Videos, you would have to use gefallen and not gefällt. Meine Videos gefallen euch. Gefallen euch meine Videos? Gefallen euch diese Farben? What if we're talking about them? If it's one object, so not plural, but a singular object, we would say Ihnen gefällt dein Auto. Oder dein Auto gefällt ihnen. So they like your car. If you have more than one car, you would say, Deine Autos gefallen ihnen. Oder ihnen gefallen deine Autos. Deine Klamotten gefallen mir. Let's take a look at the other Data Verbs. Passen to fit. So when a piece of clothing fits. Die Hose passt dir nicht. This pair of pants doesn't fit you. Die Hose passt dir nicht. Die Socken passen mir. The socks fit me. Die Socken passen mir. Die Schuhe passen mir leider nicht. Passt dir der Hut? Passt dir der Pullover? Passt dir das T-Shirt? Dein Rock passt ihr? Dein Oberteil passt ihm nicht. Die Jacken passen ihnen. Aber die Mäntel passen ihnen nicht. Gehören ist also ein Dataverb, to belong. Das Auto gehört ihm. Das Fahrrad gehört ihr. Die Wohnung gehört Paula. Das Haus gehört Richard. Die Stiefel gehören uns. Die Socken gehören euch. Die Taschen gehören ihnen. Antworten. That's also a data verb. Ich habe dir geantwortet. I answered you. Er antwortet ihm nicht. Er ist sauer auf ihn. Sie antwortet mir immer sofort. Wir haben euch gestern geantwortet. Er antwortet meiner Schwester nicht. Sie antwortet ihren Eltern nicht. Schmecken to taste. Die Suppe schmeckt mir. Das Brot schmeckt mir nicht. Schmeckt dir der Auflauf? Schmeckt Ihnen die Lasagne? Schmeckt Ihnen das Bier? Leid tun. Das tut mir leid. I'm sorry about that. That's a very common and important phrase. Das tut mir leid. Es tut mir leid, dass es dir schlecht geht. Es tut mir leid, dass du traurig bist. Passieren to happen. Mach dir keine Sorgen. Mir passiert nichts. Don't worry. Nothing's gonna happen to me. Ist ihm etwas passiert? Ihr ist nichts passiert. Uns passiert nichts, keine Sorge. Wehtun. Mein Fuß tut mir weh. Mein Hals tut mir weh. Mein Kopf tut mir weh. Meine Beine tun mir weh. Sein Bauch tut ihm weh. Ihr Rücken tut ihr weh. And the last one, Verzeihen. Ich verzeihe dir. I forgive you. Ich verzeihe dir. Verzeihst du ihm? Are you gonna forgive him? Verzeihst du ihm? Sie verzeiht ihr nicht. She's not forgiving her. Sie verzeiht ihr nicht. Wir verzeihen euch. We forgive you guys. Wir verzeihen euch. Let's review the Data Verbs that you learned in today's lesson. Antworten. To answer. Er antwortet mir nicht. He's not answering me. Danke. To thank. Ich danke dir. I thank you. Folgen, to follow. Ich folge dir. I'm following you. Gefallen, to like or to be appealing to. Die Hose gefällt mir. I like the pair of pants. Gehören, to belong to. Das Buch gehört mir. The book belongs to me. Glauben, to believe. Er glaubt mir nicht. He doesn't believe me. Helfen, to help. Ich helfe dir. I'm helping you. Leid tun, to be sorry. Sie tut mir leid. I feel sorry for her. Passieren, to happen to. Mir passiert nichts. Nothing's happening to me. Verzeihen, to forgive. Ich verzeihe dir. I forgive you. We tun to hurt. Mein Kopf tut mir weh. My head hurts. Alright guys, now you know how to use data verbs in German. Thanks for watching and make sure to practice everything that you learned today. You can go to DE.lingoni.com and download hundreds of worksheets, work on thousands of interactive exercises, user pronunciation tool, listen to our podcasts to train your listening comprehension. And watch all of our exclusive videos. Bis bald. Tschüss.